Viel zu sehen gab es noch nicht von DX2 Invisible War. Zumindest überzeugten uns ein paar scheinbar für die E3 zusammengeschusterte Grafikdemos, dass an dem Spiel gearbeitet wird. Falls Sie sich fragen, um was es sich bei DX2 handelt, das ist schlicht und einfach der aktuelle Name für den Nachfolger von Deus Ex. Gegenüber dem Vorgänger hat sich einiges geändert. Etwa 20 Jahre nach Teil 1 versuchen skrupellose Gruppen, die politische Macht an sich zu reißen. J.C. Denton steht ihnen als Spielfigur nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen streifen sie mit einem noch namenlosen, wahlweise weiblichen oder männlichen Charakter durch die neuen Levels. Trotz schöner Licht- und Schatteneffekte hinterließ das Spiel momentan noch nicht den Eindruck, als ob die Entwickler von Ironstorm die Unreal Warfare Engine voll ausnutzen würden. An zu vielen möglichen Effekten wurde bislang gespart. Da aber das Designteam und die Storyschreiber um Produzent Warren Spector zusammengehalten werden konnten, dürfen wir voraussichtlich erneut auf eine griffige Spielhandlung hoffen. Heftig, rund 1,5 Jahre Wartezeit wird uns noch auferlegt.